Heute erwähnen wir einen bekannten Fall, in dem es einen Khilaf unter den Ahnaf, den Hanafi auf einer Seite und den Jumhur auf der anderen Seite gibt. Und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Ghailan ibn Salama. Ghailan ibn Salama hatte vor dem Islam 10 Ehefrauen gehabt. 10 Ehefrauen, das ist in der Scharia nicht gestattet. Und als er den Islam angenommen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt: Amsik minhunna arba'an. Das heißt, halte vier von ihnen, ja, ihn verlasse die restlichen 6 Frauen. Dieses Wort, halte vier von ihnen, was versteht ihr darunter? Die Ehe war gültig, das heißt, ich muss keine neue Ehe eingehen mit diesen Vieren. Ich entscheide mich für 4, sie bleiben weiterhin die Ehefrauen und die anderen 6, ihre Ehe löst sich auf. Beziehungsweise, ich meine nicht mit der Scheidung, mit der Auflösung nicht die Scheidung, sie löst sich einfach gänzlich auf, ohne weitere Folgen. Das ist die vordergründige Bedeutung, die wir daraus verstehen, wie ihr es jetzt auch verstanden habt. Das ist das Erste, was dir in den Kopf schießt. Es gibt aber eine andere hintergründige Bedeutung, die Ahnaf nehmen hier. Die Ahnaf sagen, Amsik minhunna arba'an bedeutet nicht, behalte einfach 4. Das bedeutet, heirate 4 von ihnen. Heirate 4 von ihnen. Tayyib. Warum sagen sie das? Habt ihr eine Idee, warum das sein kann? Tayyib. Sie sagen, alle 10 Frauen sind ja hinsichtlich der ehemaligen Ehe gleich gewesen. Alle 10 Frauen waren ja seine Ehefrauen. Das heißt, hinsichtlich der Ehe waren alle auf einem und dem gleichen Level. Eine von diesen 10 oder 4 von diesen 10 zu bevorzugen, ja, macht keinen Sinn hinsichtlich der Ehe. Deswegen sagen sie, 4 Frauen behalten bedeutet, 4 von ihnen mit einem neuen Ehevertrag behalten. Mit einem neuen Ehevertrag behalten, beziehungsweise einfach mit 4 von ihnen einen neuen Ehevertrag eingehen. Die Jumhur, aber die Mehrheit der Ahlul Ilm, die Hanabila, die Shafi'iyya, die Malikiyya sagen, das kann so nicht gemeint sein. Und sie unterstützen die vordergründige Bedeutung nochmal mit weiteren Indizien. Das ist ja auch möglich. Die vordergründige Bedeutung kann nochmal mit weiteren Indizien bekräftigt werden. Eine dieser Indizien ist, dass sie sagen, wenn es hier tatsächlich um eine neue Ehe ginge, dann würde es nicht ausreichen, dass der Mann sich für 4 entscheidet. Warum? Kann man eine Ehe ohne die Zustimmung einer Frau, ein fremder Mann, weil das sind jetzt nicht mehr deine Ehefrauen, kann er einfach zu der Frau sagen, hier, du bist jetzt meine Ehefrau, wir heiraten und alles in Ordnung, ohne Zustimmung der Frau oder ihres Vormundes, geht nicht, oder? Von daher sagen sie, das deutet darauf hin, dass hiermit nicht eine neue Ehe gemeint ist. Sonst wäre nämlich auch die Zustimmung dieser Frau notwendig gewesen. Ein anderes Indiz, sie sagen, die vordergründige Bedeutung wird auch damit gestärkt und gestützt, dass, wenn es sich um eine neue Ehe handeln sollte, dann wäre das nicht auf diese 10 begrenzt. Sahih? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, heirate, die Ehe ist aufgelöst, heirate, was du willst, aber nur 4 Frauen. Aber er hat gesagt, nimm vier von ihnen. Das deutet darauf hin, dass hiermit tatsächlich einfach das Behalten der Frauen gemeint ist. Das sind halt die Gegenargumente der anderen Seite.